Ja, hallo Leute, ich bin mal wieder für euch bei Deutz in Köln. Ihr erinnert euch, ich habe mir ja hier zusammen mit dem Thomas das ganze Konzept E-Deutz angeguckt, also die Hybridisierung, Elektrifizierung von Baumaschinen. Und wir hatten ja einen Teleskoplader, wo das ganze Konzept jetzt eingebaut wird. Und es gab noch so ein paar Herausforderungen in Sachen Getriebe etc. Und ich treffe heute den Thomas, denn heute ist Stichtag. Thomas meint, heute sei der Teleskoplader fertig und das schaue ich mir jetzt an. So, angeblich soll der Thomas hier in der Werkstatt sein. So wie ich den kenne, ist er immer in der Werkstatt. Hey, ja, hi. André, grüß Na? Dich. Thomas, wie läuft's? Gut? Ja, perfekt. Gut. Bei dir? Schön, ja. Auch. Du weißt, wir haben heute einen Termin, ne? Ja, ich weiß. Deine Werkstatt sieht schön aus, schön aufgeräumt, aber wo ist der Kollege? Ja, wie du sagst, wir mussten aufräumen, dann musst du den Telehändler leider wegbringen. Was heißt wegbringen? Auf eigener Achse? Kannst du ja mal sehen. Nee, aber komm mit, ich zeig ihn dir, wo er ja? steht. Ja. Cool, ich freue mich. Was waren denn jetzt so die größten Herausforderungen in der letzten Zeit? Am Ende des Tages war es dann doch die Integration des Gesamtsystems ins Fahrzeug, also die verschiedenen Komponenten. Wie viele habt ihr jetzt da so insgesamt? Es sind 8 bis 9 Komponenten, angefangen über Leistungselektronik, E-Maschine bis hin zur Batterie und dem Batteriemanagementsystem. Und natürlich auch noch ein großes Thema war die Synchronisation des 48-Volt-Netz mit dem Batteriespannungsnetz des Fahrzeugs. Da steht er? Da steht er. Du meinst, das Gerät läuft jetzt? Müssen wir ausprobieren. Schlüssel habe ich dabei. Traust du mir das zu? Ja, ich glaube schon. So, was jetzt beim Anfahren merkst, ist, dass du schon ein bisschen so einen Boost spürst von der E-Maschine. Aber interessanterweise hast du gar keinen Übergang irgendwie merkbar. Und jetzt läuft halt der Diesel ganz normal mit. Ne? So, und jetzt trete ich mal voll aufs Gas. Und jetzt, ja, er geht gut vorwärts. Du merkst jetzt diesen Boost. Aber ich merke jetzt auch bei höherer Geschwindigkeit komplett durch. Ich habe jetzt keinen Übergang gemerkt, dass irgendwo der E-Motor jetzt auf einmal weniger boostet. Das ist ja gerade das Ding, dass man das hinbekommen muss, auch von der ganzen Ansteuerung der beiden Systeme, die dann zusammenarbeiten. Und da liegt der Hase im Pfeffer, ne? Damit du das hinkriegst. Das ist ja nicht einfach so jetzt, dass die Kollegen hier den E-Motor mit anflanschen und die Sache läuft, sondern da ist eine Menge Abstimmungsarbeit notwendig. Thomas, ich würde sagen, Mission accomplished. Ja, ne? Hat dir gefallen? Ja, Erwartung übertroffen. Ehrlich? Würde ich sagen, ja. Sehr gut. Weil es ist interessant, du merkst eigentlich von der Technik gar nicht viel. Du merkst so gerade den Übergang, finde ich. Also im Detail vielleicht, klar, ist ein Prototyp, ne? Ja. Muss man vielleicht noch abstimmen. Aber ansonsten, so diesen Boost, alles da. Okay. Auch ne, gerade Start-Stopp fand ich extrem beeindruckend, weil im Stand Slice hörst nichts. Genau. Klar. Und das sind eben auch die Vorteile von der hybriden Technologie. Ja, und das wollen wir eben auch demonstrieren mit dem Demonstrator. Wo seht ihr euch technologisch in Zukunft mit der ganzen Thematik? Also wir sehen Deutz in Zukunft als Anbieter innovativer Antriebssysteme. Das heißt, wir werden neben dem Dieselmotor unsere elektrischen und hybriden Antriebsstränge in Serie gebracht haben und genauso die Alternativen und weitere Kraftstoffe beobachten, wie Gas, B-Fuel, aber auch Wasserstoff, um diese dann rechtzeitig auch in den Markt bringen zu können, um unseren Kunden anzupassen. Aber ich meine, das sind jetzt die Themen, die wir mittelfristig und langfristig vor der Brust haben. Aber genauso kannst du auch dir nebenan schon das nächste Kundenprojekt anschauen, wenn es ganz konkret darum geht, um das Thema E-Deutz. Zufällig Teleskoplader. Zufällig Teleskoplader, richtig. Rot? Diesmal, gelb? Ja, diesmal ein roter. Aber da werden wir auch eine schöne Herausforderung vor der Brust haben. Was macht er da? Auch so jetzt Hybrid wieder wie in dem? Ja, also ganz konkret darf ich noch gar nicht drüber sprechen. Aber du kannst dir das gerne im September bei unserem Kundenevent anschauen. Da bist du herzlich eingeladen, André. Thomas, vielen Dank Komm vorbei. Für die Einladung.
War sehr interessant bei euch. Ja, freut mich. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns im September. Immer wieder gerne. Ja, liebe Leute, habt ihr gesehen, das war der ganze Themenkomplex Hybridisierung, Elektrifizierung von Baumaschinen bei Deutz. Ich persönlich fand es wirklich super interessant, vor allen Dingen, wenn du siehst, wie viele Disziplinen, wie viele Leute da zusammenkommen, das ganze Projekt auf die Straße bzw. auf die Baustelle zu bringen. Und mich würde jetzt mal eure Meinung dazu interessieren. Vielleicht habt ihr auch schon mal selbst Erfahrung mit hybriden Baumaschinen auf der Baustelle gemacht. Dann, wie immer, gerne unter das Video schreiben. Ich muss weiter. In diesem Sinne, bleibt mir treu, bleibt dran und bis dann.